Ja, ich bin vor einem halben Jahr nach Brandenburg gekommen, habe in Müncheberg eine Kunst- und Literaturwerkstatt und dazu bin ich noch Netzwerker und Performer. Ich lese aus grenzenloser Neugierde und schreibe für grenzenlos Neugierige. Ich male und baue Objekte und Installationen und zwar aus der Lust an handwerklicher Arbeit ebenso wie aus dem Drang, mich ab und an einzumischen und den Finger in Wunden der Gesellschaft zu legen. Es gibt drei Stränge meiner künstlerischen Arbeit. Da ist zum einen die Wegwerfgesellschaft und deren Folgen, zum anderen das Spiel und Experiment mit unterschiedlichen Materialien wie Wachs, Ruß, Asche, Textschredder und Fundstücke und schließlich die Sprache, die für mich von Jugend an Kunstmittel war und ist und die ich gerne in Performances auslote. Ja, warum zeige ich in Corona-Zeiten Bilder von Wegwerfhalden? Das Momentum ist die Krise. In Krisen sehnt man sich zu gerne nach dem Vorher. Krise ist aber die Chance, Zukunft neu zu denken und das hinter uns zu lassen, was uns in die Krise gebracht hat. Das heißt, Zukunft nachhaltiger zu gestalten, um zu retten, was noch zu retten ist.